Und jetzt ist es soweit. Wir kommen zum nächsten Kampf. Und der nächste Kampf heißt Lingerie Boxen der Damen. Eine Runde hat 2 Minuten. Dazu ist als erstes in die blaue Ecke von Team 5000 Neustadt. Sie kommt vom Siamstor Hamburg, Lia Choi. Rückwärts zur ersten Runde. Round 1. Ja, Lingerie Boxen. Es war auf dem Plakat angekündigt und wir haben es auch. Nachdem zwei Frauen schon für Lia Choice abgesagt haben, hat man heute doch noch einen Ersatz gefunden. Und das in Form von Caroline Ott. Ott, die denkt hier gar nicht dran, klein beizugeben. Und so sexy das Outfit von Lia ist, das ist gar nicht so einfach. Die hat sich jetzt seit März darauf vorbereitet. Das ist schon eine harte Geschichte. Und 2 Minuten können da oben ganz, ganz lang sein. Die Hälfte haben die Damen schon rum. Ja, und da schnauft die gute Lia schon ganz schön. Und dieses Abdrehen, das ist natürlich etwas, was man von normalen Kämpfern eigentlich jetzt nicht unbedingt kämpft. Aber wenn man das halt nicht so oft macht und auch nicht geboxt hat, gekämpft hat, dann ist es sicherlich auch irgendwo verständlich. Ja, an beide Mädels. Da pumpen sie schon. Aber sie haben es gleich überstanden, diese Runde. Zum Glück nur eine Runde à 2 Minuten. Und wie immer haben die Punktrichter das letzte Wort. Ende des Kampfes. Sollte man fairerweise sagen, 2 Frauen waren schon vorgesehen für Lia, beide haben gekniffen. Caro hat heute, wirklich heute, nicht gestern oder vor 2 oder 3 Tagen, wirklich heute Nachmittag spontan zu diesem Kampf zugesagt. Große Respekt dafür, herzlichen Dank, Caro. Unzeremonisch werden die Kampfrichter diesen Kampf als unentschieden. Allerdings für über 3 Monate harte Vorbereitung muss man wirklich sagen, die Freier wird bestätigen, Lia hat wirklich Gas gegeben, nicht nur 1, 2, 3 Mal im Studio. Kommen Sie doch noch mal ein paar Mal über. Respekt dafür, Lia Choice.